Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich natürlich, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, vielleicht wundert es euch, dass ich ja so lange keine Videos gemacht habe. Das kommt zum einen daraus, dass ich in letzter Zeit irgendwie nicht so richtig Bock hatte. Dann kam noch dazu, dass ich Urlaub hatte und nicht so viel Zeit daheim war. Dann natürlich schönes Wetter, lieber was mit den Freunden gemacht. Hatte ich sozusagen auch keine Zeit zum Zocken und ich hatte wirklich keine Zeit zum Zocken. Noch dazu hat mir Battlefield 3 in letzter Zeit ganz, ganz wenig Spaß gemacht. Ich habe jetzt so 3 Wochen nicht gespielt, seit, sagen wir mal, ja, Ende Mai zurückgehend. Und hatte damit auch keine Gameplays, die ich verwenden konnte. Und das Ganze hat sich jetzt aber ein bisschen verändert, denn wie ihr vielleicht alle wisst, kam der Patch am 4.6. hier auf dem Markt. Also im Runden sich downloaden. Kurz was zum Gameplay, das ist Team Deathmatch auf Großer Bazar. Mit dem Kollege erspielt, deswegen keinen Ton. Wir verständigen uns da gerade im Teamspeak. Ihr werdet jetzt die ganze Zeit dieses dumme Gelaber da von uns hinten, ne, und dieses Gebrülle da euch anhören müssen. Und darauf habe ich keinen Bock. Mir würde das auch nie gefallen, wenn im Hintergrund irgendwas la irgendjemand redet, während man im Vordergrund demjenigen zuhören will. Und ja, ist ein ganz gutes Gameplay und am Ende, da kommt eine richtig geile Szene, ja, wir haben uns auch tierisch gefreut, aber das werdet ihr doch, denke ich mal, selber sehen, wenn ihr da die kompletten 10 Minuten hier dabei bleiben wollt. So, wie gesagt, Patch ist am 4.6. rausgekommen. Ich hab's nie gewusst, dass der Patch rauskommt. Ich habe mich nie informiert. Wie gesagt, ich habe in letzter Zeit oh, die Nachrichten von Battlefield, außer natürlich von der E3, ja. Das vorgestellte neue DLC Armored Kill, was dann im September kommt. Das habe ich mir kurz angeguckt. Aber sonst habe ich mir nichts weiter angesehen. Auch kein Patch. Also wusste ich auch nie, was gepatcht wurde. Die Patch Notes waren mir auch scheißegal. Ich habe dann auch schon mal gesehen, ah, hier kommt hier was zum Downloaden. 2 GB war es groß. Und habe mich dann, ja, nicht gleich am gleichen Tag rangesetzt, sondern eher mal dann am nächsten Tag. Ich hatte nebenbei da mit dem Kollege von den Battlenators mal kurz telefoniert, der hat sich gemeldet gehabt. Da gab es ja auch noch dieses Battlefield Premium Mais, genau, da reden wir aber dann noch gleich noch drüber. Der hatte mich angerufen, ja, hier und so und das kannst du machen und es ist alles viel verbessert worden und ein Schalldämpfer kannst du wieder spielen, hat er gesagt. Ich habe mich dann kurz darauf mal hingesetzt, echt, habe gedacht, gut, das tust du dir jetzt mal an und es, ja, siehe da, man kann Battlefield 3 wieder spielen, oder zumindest ich kann es wieder spielen und es macht mir wieder Spaß. Genau, und das ist in letzter Zeit ziemlich so abhanden gekommen. Mir hat Battlefield einfach keinen Spaß gemacht. Die Niederhaltung war viel zu groß. Den Schalldämpfer, den konntest du seit langem die Tonne drücken. Haben sich einige aufgeregt. Viele haben sich aufgeregt, viele haben auch gesagt hier, ja, das gibt schon, man muss halt besser spielen und manche haben auch gesagt, wer mit dem Patch zuletzt nie so rankommt, der kann einfach nichts spielen. Gut, das ist ja mal ja, Ansichtssache. Aber auf jeden Fall, ich fand es halt nicht so schön. Das Spielgefühl ist immer noch das gleiche, bloß halt einiges wurde gepatcht, was man auch sofort bemerkt hat. Zum Beispiel die Niederhaltung wurde eindeutig abgeschwächt. Das war ein ganz wichtiger Punkt, weil die echt viel, viel zu stark war, meines Erachtens. Der Schalldämpfer, der kann wieder verwendet werden. Mit dem macht man wieder ja dann doch mal den ein oder anderen Kill mehr. Kann somit, finde ich, gerade im Rush und so wieder taktischer vorgehen. Da man nie Angst haben muss, dass der Gegner sich beim Beschuss von mir sich noch rumdreht und mich dann doch noch killt. Weil ich ihn einfach nicht down kriege mit dem Magazin und muss nachladen, zweites Magazin, weil der Schalldämpfer mir zu viel Schaden nimmt. Der Griff ist auf Weite wieder attraktiver geworden. Was gibt's noch? Ja, das waren eigentlich die wichtigsten Themen, also die wichtigsten Dinge für mich, die ich auch von Anfang an sofort, also in den ersten 10 Minuten des Gameplays, habe ich das gemerkt, dass da gerade in den Bereichen da viel verändert wurde und ich sage, zum Guten verändert wurde. Mir gefällt der Patch, so wie er jetzt ist, sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Was bis jetzt immer noch das Problem ist, ist zum einen, dass um die Ecke wäre schon abgeschossen. Das kann aber dadurch liegen, dass manchmal der Server ein bisschen leckt oder der Gegner einen schlechteren Ping hat. So kommt es mir zumindest vor. Und was noch ein Problem ist, diese berühmte Kletteranimation, die es da gibt, wenn du da über einen Zaun kletterst oder über eine Wand und in dieser Zeit, wo der Gegner über das Hindernis klettert, kannst du ihn beschießen, wie er will? Der geht nicht down. Der nimmt keinen Schaden. Und ich habe das immer wieder gemerkt, immer wieder. Und er steht dann vor mir, mein Magazin ist leer und schießt mich ab. Und das stört mich noch. Da müssten sie noch was machen. Aber ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden mit dem ganzen Ding. Und ja,
Das war's von mir erstmal zum Patch. Des Weiteren gab's sofort die Premium, die Battlefield Premium Ankündigung, und da hatte ich auch Angst, dass das scheiße wird, dass da DICE irgendwie ja den Leuten von Activision nacheifern will mit dem scheiß Call of Duty Elite, was die da rausgebracht haben. Hab mir gedacht, ja, 50 € und wie wird das? Wird das genauso wie scheiß Elite? Und ich bin angenehm überrascht worden. Man bekommt alle DLCs, wenn man sich die alle einzeln kaufen würde, müsste man 75 € bezahlen. Die Nutzer der Limited Edition müssten 60 € bezahlen. Das Ding kostet 50 € und man bekommt sie trotzdem alle. Dazu bekommt man die noch 2 Wochen eher, man bekommt ein neues Messer, man bekommt Tarnungen, man bekommt die ganzen Aufträge. Na gut, die bekommt man beim normalen DLC auch. Dann man bekommt so einen kleinen Vorrang in der Warteschlange. Habe ich aber schon gemerkt, das nützt nichts, weil so viele das inzwischen haben. Da nützt in dieser Vorrang in der Warteschlange nicht viel. Wenn es alle haben, kommst du auch nicht eher dran. Und ja, ansonsten finde ich das Ding eigentlich ganz gelungen. Ist eine ganz coole Sache, was sie da einfallen lassen haben. Ist jetzt nicht jahresgebunden. Man bekommt auch Double XP-Events zum Beispiel jeden Monat. Man bekommt neue Upgrades für den Soldaten, zum Beispiel neue Tarnungen. Oder was gibt's da noch? Ja, neue Tarnung für Waffen, da gibt es jetzt zum Beispiel zurzeit nur für welche, wo man mit denen man die Aufgaben freischaltet. Da hätten sich auch was Besseres einfallen lassen können. Bei der F2000 zum Beispiel die Tarnung finde ich extrem hässlich, aber das ist andere Sache. So komisches City-Camouflage-Muster. Ja, jeder wie er will. Dann, was gibt's noch? Ja, ein neues Messer hast du. Das ACB90-Messer. Sieht aus wie ein Cuttermesser, mit Rot. Ich find's relativ hässlich. Und schade, dass man sich nie auswählen kann, ob man das nehmen möchte oder das Erstere. Außerdem steht jetzt nicht mal, du wurdest mit dem Messer getötet, sondern mit dem ACB90. Da kannst du auch davon ausgehen, was hat denn der jetzt genommen hier? Eine Waffe oder was ist? Hä? Was soll die Scheiße? Noch dazu gibt es natürlich Stocktags neue. Also gab's jetzt zum Beispiel ja, für jede Klasse gab es einen neuen Stocktag, und da musstest du auch Herausforderungen ja erfüllen. Diese Platin-Toc-Decks und finde ich auch ganz nice. Die sehen auch ganz herrlich aus, muss man echt zugeben. Und von daher finde ich, dass DICE da ein ganzes Paket geschnürt hat, was eigentlich im Groben und Ganzen ja sehr attraktiv ist für viele zu kaufen. Und ich sage, das ist auch sinnvoll. Nur, ja, beachte, in der Hinsicht, dass man sich auch von vornherein klar ist, dass man auf jeden Fall alle DLCs kaufen möchte. Ja, also sonst bringt das nichts, wenn man dann nur auf kleiner Map steht, dann sollte man sich wahrscheinlich nur Close Quarters holen, dann Armored Kill auslassen und auf die anderen zwei warten, was die so bringen. Aber ansonsten würde ich sagen, ist das eine ganz runde Sache. Und ja, jetzt kommen wir gleich nochmal zu dem neuen DLC Close Quarters. Ah nee, aber bevor wir das besprechen, noch eins kurz. Hat mich auch einer gefragt. Warum sollten die das für 50 € verkaufen, wenn sie es ohne für 60 Euro loswerden könnten? Ist natürlich auch so eine Sache, wo du denkst, ne, da muss irgendwas faul sein, da ist irgendwas, weil die bieten das noch nicht billiger an, als sie es produzieren könnten oder so. Also die könnten viel mehr einnehmen. Warum sollen sie es da billig anbieten? Ganz einfach, weil da der Entwickler die Sicherheit hat, ja, die Sicherheit, dass das Geld schon da ist. Die DLCs werden sowieso entwickelt, also werden sie auch, muss man hoffen, dass die auch verkauft werden, und somit hat er einfach die Sicherheit, dass das schon alles da ist, das Geld ist da, und ja, das ist meine Ansicht, da denke mal, der übt da nur eine gewisse Sicherheit. So, jetzt zum DLC Close Quarters, Entschuldigung. Und ja, gibt's 4 Maps, 4 Close-Quarter-Maps, 2 neue Modis. Das eine heißt Waffenmeister, ich habe die schon gesehen. Das eine heißt Eroberung Vorherrschaft. Wurde schon rumgeheult, dass es mit Call of Duty verglichen wurde. Das ist alles abgekupfert, das ist alles abgekupfert. Das kann gleich aussehen, natürlich, ist aber ganz anders umgesetzt. Also überlege ich das mal, bevor er wieder rumgeheult wurde. Ist doch gut, Mann. Mein Gott, ey. Und 4 neue Maps. Ich werde von allen Maps werde ich einen Commentary bringen, auch von den 2 neuen Modi. Habe ich vor, jetzt demnächst morgen darf ich mir die sozusagen downloaden, oder heute besser gesagt, am 12.06. Ich werde von allen was bringen. Zweimal Live-Commentary würde ich sagen. Und zweimal nachkommentierte, gerade zu dem neuen Modus, bisschen was erklären und so, mal sehen, wie das ist. Und wie gesagt, ich krieg's 2 Wochen eher durch das Premium. Für alle anderen tut's mir leid. Und wie gesagt. Das war's von mir zu, oh, was hat man jetzt alles dran hier? Zum DLC, zum Premium und zum Patch.
Also, DICE hat im Juni ganz schön viel gemacht für Battlefield, so eine Kehrtwende, weißt du? So eine Kehrtwende. Viel für die Community, muss man auch sagen, ne? Die patcht viel für die Community, DICE. Und das muss man dann hoch ansehen. Andere machen das nicht. Anderen ist scheißegal, Hauptsache, die haben die Kohle. Ja? Und DICE bemüht sich ja echt. Und das finde ich richtig, richtig toll. Lob. Ja, Musst du da echt mal an die sagen. Und das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sag hat Tschüss. mich gerade nur